Ahoi und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin auf meiner Enduro-Tour in Tschechien, jetzt in Vychlebsky-Stecky. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen, angekommen. Das ist so ein kleiner Trailpark. Ich habe mir heute den Sonntag ausgesucht. Weniger Verkehr auf der Straße, dafür ist es hier natürlich entsprechend voller. Ich bin jetzt noch hier unten im Zentrum und werde gleich mal die erste Auffahrt nach oben nehmen. Man hat mir so viel Gutes von diesem Park hier erzählt. Schauen wir uns das Ganze mal an. Also, ich würde sagen, ich leg mal los. Ich bin immer noch bei der ersten Auffahrt. Der Weg hier rauf ist so irre, ich glaube, der wäre fast in jedem Park woanders eine Abfahrt. Hier ist das die Auffahrt. Oh Mann, da bin ich ja mal gespannt, was mich da bergab erwartet. Laut Karte gibt es 3 Startpunkte rauf. Ich wollte den ersten nehmen für die erste Strecke runter, und zwar die rote. Ich hoffe, dass ich da noch nicht dran vorbei bin. So, ich bin am ersten Trail angekommen, bin Gott sei Dank noch nicht zu weit nach oben, werde mich auf der Strecke jetzt erst überhaupt, will nicht sagen warm fahren, aber überhaupt mal gucken, was hier so geht. Gut, ich mache mich soweit fertig und dann geht's los. Ich bin ja ein Experte. Meine Fresse, ich wundere mich, warum sich das so komisch anfühlt. Ja, wenn man mit geschlossenen Dämpfern losfährt. Dann kommt so ein bisschen Hardtail-Feeling auf. Thanks.
So, weiter geht's. Also das erste Stück finde ich persönlich zu langsam, zu zerklüftet. Auf den ersten 500 Meter hat man, glaube ich, keine 10 Höhenmeter verloren. Entsprechend langsam war das Ganze gerade auch. Ich hoffe, dass hier irgendwann ein Teil kommt, der ein bisschen flüssiger ist. So wie das jetzt hier. Okay, hier muss man einfach mal gerade anhalten. Und mal kurz den Ausblick genießen. Okay, ich bin an der Superflow angekommen. Die schaue ich mir jetzt mal an. Um von unten hier hochzukommen, muss man 450 Höhenmeter bewältigen. Es gibt zwei verschiedene Wege. Den ersten, den ich vorhin genommen habe, war deutlich besser wie der zweite. Man braucht doch ein bisschen Zeit hier. Ich würde sagen, ja, ich mache mich fertig und dann gucken wir mal, was der Trail zu bieten hat. Leichter Gang. Okay, ich bin jetzt am zweiten Abschnitt angekommen. Ich weiß noch nicht, was ich von dem Trail bis jetzt halten soll. Beginnt, wie man gesehen hat, mit großem Einstieg, 500 Meter lang. Und schon geht es wieder 4 Kilometer eine Waldautobahn berghoch. Etwas merkwürdig. Ich hoffe, dass ab jetzt wenigstens mal richtig Trail am Stück ist. Und ich würde sagen, ich stecke euch mal an. Und fange gleich mal los.
Hätte ich doch beinahe. Hier halten wir doch mal kurz an. Herrlich der Ausblick. Und das ist jetzt eigentlich so ein Trail, wie ich erwartet hatte. Hier ist es. Zu langsam. Thank you.
Okay, wäre also auch gegangen. So, und weiter geht's auf den fünften Abschnitt. Und so langsam merke ich auch, wie meine Kraft nachlässt.
Jesus Maria. So, das war's auch schon für heute. Ich bin fertig mit dem Fahren. Ja, man kann jetzt hier geteilter Meinung sein. Viele sagten, das wäre schöner als die Truten auf Trails. Dem kann ich nicht ganz, weiß ich nicht zustimmen. Ich finde Auf- und Abstieg oder Aufstieg schon zu lang. Der letzte Trail war ja noch ganz lustig, aber auch schon viel zu weit auseinandergezogen. Wenn ich mir war schon, hat Spaß gemacht, ja, aber naja. Ich war mal jetzt hier. Ihr könnt selbst beurteilen, wie ihr das findet. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, abonniert den Kanal. Und ich würde sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.